Nächste Rednerin ist Barbara Benkstein für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kollegen! Wir debattieren heute in zweiter und dritter Lesung den Gesetzentwurf der Bundesregierung zum OZG-Änderungsgesetz. Damit beabsichtigt die Ampel, wie es ja Herr Saathoff schon angekündigt hat, nun die Weichen für eine moderne Verwaltung zu stellen. Das OZG-Änderungsgesetz ist wahrlich nicht der große Wurf zur Modernisierung der Verwaltung, als der uns hier eigentlich verkauft wird. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte es auf den Punkt bringen. Der vorgelegte Gesetzentwurf wurde nicht aus der Perspektive der Bürger verfasst. Der Staat tritt nicht als Dienstleister seiner Bürger in der Ära der Digitalisierung auf. Stattdessen gefällt er sich wieder einmal in der Rolle des Besserwissers und Erziehers. Deswegen ist der Entwurf in der vorliegenden Version nicht zustimmungsfähig. Das OZG-Änderungsgesetz wurde notwendig, weil der Bund es versäumt hat, das OZG auch nur annähernd fristgerecht in die Praxis umzusetzen. Sehr geehrte Damen und Herren, wie wir ja schon mehrmals erfahren konnten, sind Fristen und Zeitpläne jetzt nicht unbedingt die große Stärke dieser Koalition. Nun soll das OZG-Änderungsgesetz die Verwaltungsdigitalisierung also nach vorne bringen. Das wurde ja bisher schon fast mutwillig verhindert. Das OZG-Änderungsgesetz schleppt aber immer noch die gleichen Mängel mit sich herum, wie wir bei der ersten Lesung im September letzten Jahres. Warum die Bundesregierung in ihrem Gesetzentwurf auf einen Rechtsanspruch der Bürger auf alle digitalen Verwaltungsleistungen verzichtet, bleibt ein gutes Geheimnis. Es liegt aber auf der Hand. Die Ampel ist nicht in der Lage, diesen Rechtsanspruch auch verbindlich umzusetzen. Weiter fehlt ein verbindliches Datum, bis zu dem Verwaltungsleistungen auch elektronisch in Anspruch genommen werden können. Nach einer Studie des Branchenverbandes Bitkom wollen doch tatsächlich 9 von 10 Deutschen ihren Personalausweis online betragen, und knapp 2 Drittel halten ihre jeweilige Gemeinde für digital rückständig. Werte Damen und Herren, das ist nichts anderes als ein Armutszeugnis. Es gibt jedoch auch Bürger, die sich altersbedingt oder bewusst für eine analoge Kommunikation mit Verwaltungsbehörden entscheiden. Werte Kollegen der Ampel, behalten Sie doch auch diese Bürger im Blick und belassen Sie langfristig die Möglichkeit einer Wahlfreiheit zwischen digitaler und analoger Kommunikation mit der Verwaltung. Noch ein Blick auf den Entschließungsantrag der Union. Werte Kollegen der Union, Sie haben da durchaus eine Reihe vernünftiger Forderungen. Es wird aber vergessen, wer denn eigentlich für das Desaster zum OZG die Verantwortung hat. Wenn das bereits 2017 verabschiedete OZG so bahnbrechend gewesen sein soll, ja, warum steckt denn die Verwaltungsmodernisierung dann fest? In diesem Zustand verharrt Deutschland im Windschatten der Digitalisierung, eine traurige Position angesichts des Tempos, das andere Länder auf die Strecke bringen. Und deswegen, wie ich es zu Beginn meiner Rede schon gesagt habe, ist das OZG-Änderungsgesetz nicht zustimmungsfähig. Vielen Dank. Der nächste Redner ist Dr. Volker Redder für die FDP-Fraktion.